Okay, wir haben den nächsten Questgeber gefunden in der Stadt, so einen alten Mann. Und ich würde sagen, jo, zeige euch gleich nochmal, wo er steht. Der gute. Ich bin gespannt, wo es hier gleich hingeht mit dem guten. Okay, geht vor. Und der Gute steht genau hier an der Stelle in der Stadt. Ja, ist klar. Dann Ziel verfolgen. Die Quest ist es. Und ja, dafür porten wir jetzt einmal hier rüber. Jetzt stehen da zwei Männer. Okay. Let's go. Wir müssen da hinten jetzt ein bisschen quatschen. Aha. Okay, wir müssen hier einfach nur springen, so wie es aussieht. Der wollte tatsächlich gerade einen Körper machen. Okay, das wäre das gewesen. Nichts Dramatisches dabei. Müssen wir dorthin laufen? Roten treffen, blauen vermeiden. Okay, das wäre an das gewesen. Auch nicht wirklich eine Herausforderung jetzt. Aber ich glaube, das wird gleich noch spannender werden. Und zwar genau. Da ist ein Tor. Okay. Es öffnet sich und wir können hier rein. Was gibt's hier Schönes? Hier gibt es Truhen.
Vielleicht sollte ich das lassen. Das gehört wahrscheinlich irgendwie zu einer Truhe oder so, um die Roten zu zerstören. Einen habe ich jetzt gemacht. Kann die Finger nicht lassen, ne? Der ist aber schon unterwegs, der Gute. Okay. Wir müssen mit ihm sprechen. Wir untersuchen gar nichts. Und dann zwei Punkte, die wir untersuchen können, was auch immer das bedeutet. Das werden wir dann noch herausfinden. Hier ist ein Grab. Noch mehr Punkte zum Untersuchen. Okay. Ja, mach mal Salz rein. Noch mehr Salz. Noch mehr Salz, passt schon. Noch mehr. Noch mehr Salz. Ich stehe auf Salz. Jetzt haben wir da alles reingeworfen, was geht. Leute. Das ist nicht schlecht. Okay. Let's go. Ja, viel Spaß damit, Bruder. Ich hoffe, du kannst das ab, ey. Schon. Hier, denen geht's nicht so gut. Na gut. Okay, das wär's gewesen und wir bekommen einen Schlüssel. Wir bekommen einen Schlüssel. Okay, und wir können jetzt hier betreten. Aber das ist schon die nächste Quest. Und ja, fürs Erste danke ich euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.